Hallo. Leute, herzlich willkommen. Ihr seht in der totalen dirigiert klaren Favoriten, wer heute ausgeleuchtet wird, wer heute eine Rolle spielt. Einer in der Runde spielt keine Rolle scheinbar. Der muss erst freigespielt werden. Der muss erst freigespielt werden, genau. Oh, mein Mike? Markus, Mike was ist damit? Aus. Herzlich willkommen bei... Oh. Ja, du musst es auch an deinem Ohr befestigen. Ah, Mikro, da muss man reinreden, Marco. Was war das denn gerade für ein fantastisches Intro, das wir gerade gesehen haben? Das war wir das kommentieren? Ingo. Von lieben Ingo aus dem Forum. Ingo? Ja, vielen Dank, Ingo, für dieses fantastische Intro. Toll. Ja. Finde ich gut. Was haben wir heute vor, Leute? So geil, wie dunkel du bist. Ich finde das ganz gut. Ich bin halt so ein bisschen unterm Radar. Du bist ein bisschen der Sith Lord. Ja, wir können es ja ganz offen ansprechen. Wir haben letztes Mal Flonny gespielt, erneut. Wir haben es leider nicht geschafft, Marco die Weste zu entreißen. Er ist momentan noch aktueller Westenträger. Und es war ein hartes Spiel. Ich musste danach erstmal ein paar Wochen Urlaub nehmen. Ich musste nämlich danach erstmal einen Strand legen. Marco hat uns nicht nur militärisch, sondern auch psychologisch vernichtet, muss man sagen. Er hat es ausgezehrt. Ja. Er hat einen Keil zwischen Donny und mich getrieben, den wir heute aber auflösen werden mit gemeinsamer Flonny-Power und Flonny-Liebe. Und wir werden heute erneut versuchen, Marco zu stürzen und ihn zu vernichten und nichts zwischen uns kommen zu lassen, zwischen Donny und uns. Ja. Dass diese Allianz zu alter Frische, zu alter Kraft wieder aufblüht und wir Marco fertig machen. Wie damals. Ja, ich bin gespannt. Mara ist leider heute noch krank. Sie kann nicht dabei sein. Aber wie gesagt. Ja, liebe Grüße an Mara von uns. Gute Besserung. Gute Besserung. Ja. Ich bin da bei Florentin. Ich muss auch sagen, ich sitze ja auch echt wie so ein nasser Sack da gerade hier. Du bist so ein Questgeber. Du hast eine Quest auf jeden Fall. Man merkt so, mit dem sollte ich reden. Ja, warum war nicht in die GoPros reden? Einfach, das ist einfacher. Kann man die Leute mal direkt, hallo, guck mal hier, ich mag auch das Fischaugen-Ding. Also ich glaube, Florentin hat das richtig zusammengefasst. Ich glaube, wir beide sind nicht mehr gerade nicht richtig im Saft. Muss man ganz klar sagen, man muss auch Kritik. Ja, aber nee, das ist ja nicht im Saft sein, kann ja auch ein Vorteil sein. Ich bin entspannt, ich habe eine Woche Urlaub hinter mir. Ich bin total entspannt, ich bin bis oben voll mit Sangria. Ich habe wirklich, ich glaube, das ist ja das, was mich oft behindert im Spiel, ist zu viel Panik, zu viel Stress, zu viel Denken. Und heute flow ich mal so richtig im Spiel. Ich werde halt mal so richtig so links, rechts so jazzen. Einfach mal so ein bisschen, oh, wo sind die Noten? Mir egal, kein Problem. Zack, zack, oh, Quinte getroffen, mir egal. Bam, 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 bam. Also, ich mache heute wirklich einfach mal ein wo sind die Noten? Mir egal. Und ich spiele einfach mal locker. Wo sind die Plänkler? Mir egal. Oh mein Gott, ich habe nur noch 4 Dorfwohner. Mein Gott, mir egal, ich baue nochmal neu von vorne auf. Also überhaupt kein Problem. Ich lasse mich nicht von deinem Bullshit, auch dass du anwesend bist. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es fühlt sich wirklich so ein bisschen wieder an, wie vor, wie lang? Vor 2 Jahren fast schon? Ein Jahr. Ey, vor einem Jahr? Es fühlt sich an wie ein Comeback. Nee, es fühlt sich an, also ich sag's mal ganz ehrlich. Es fühlt sich wirklich so an, wie wir haben wieder keine Chance gerade. Nee, das weiß ich nicht. Das letzte Mal so krass weggeballert. Mm-mm. Wir machen immer die gleiche Scheiße. Wo sind meine Mauern? Ja, und dann bist du irgendwie dieses halbe Spiel, bist du beschäftigt, Mauern zu bauen. Aber jetzt fang nicht direkt damit an, wieder Schuld zuzuweisen. Ja, das stimmt. Nein, das ist keine Schuldzuweisung. Das ist einfach nur ein Analysieren Dinge, die wir beide tun im Spiel. Ja. Das heißt, es ist ja nicht schlecht, Mauern zu bauen. Ist ja das Ding, wenn du jetzt die ganze Zeit da Mauern baust, dann mache ich ja genauso irgendeinen Scheiß mit meiner Wirtschaft. So, oh, keine Dorfbewohner bauen ab 70. Ja, mach ich einfach nicht mehr, keinen Bock mehr drauf. Ja. So, das ist ja das Gleiche. Das ist ja keine Schuldzuweisung. Ich glaube, wir müssen halt uns auf wichtigere Sachen konzentrieren, beide. Total. Und zwar ihn zu nerven, ihn zu stressen und ihn nicht jedes Mal fucking boomen zu lassen, während irgendwie, ich guck dann bei dir rüber und du baust einfach die chinesische Mauer, während ich irgendwie irgendwo Felder baue, die gar keinen Sinn machen. So, weißt du? Oder auf deinen Feldern ein Plänkler steht. Ja, ich mach doch wieder fucking fünftes Holzfällerlager mit 1 Million Holz auf der Bank. So, brauche ich einfach. Ich glaube, das Problem ist gar nicht, das fünfte Holzfällerlager zu machen, sondern sich davon einfach nicht beeindrucken zu lassen. Okay, habe ich gerade einen Fehler gemacht. Oh, war dumm, war schlecht, aber einfach davon nicht raus. Schnitt zu. Oh, ich sehe nichts, wo bin ich? Welche sind meine Einheiten? Ah, ich genau sehe nicht, so wo die Palisade ist. Ich sehe es nicht. Wo denn? Ich komm doch wieder. Und dann ist wieder der klassische Florentin, da wird dann erst mal 10 Minuten drüber nachgedacht. Ja, natürlich. Ja, ja. Es tut mir leid, ich sehe es nicht. Es tut mir leid. Und wir spielen halt wieder random. Und ich glaube, meine. Also ich schon. Okay. Also random. Weiß ich nicht, ich habe random vor. Und ich glaube, es hängt auch so ein bisschen daran, welches Volk. Es ist auch so ein bisschen mein latenter Rassismus. Wenn ich so ein Volk habe,
das ich nicht kenne, denke ich mir, ach, die können nichts. Die Khmer, Elefanten so. Ja, ey, Khmer in die Häuser einquartieren. Da guck doch einmal in den Tech-Tree. Ja, ja, dann heißt es da, die können Dorfbewohner in Häusern einquartieren. Ich meine, ja, ich habe gerade ganz andere Probleme, als was ja, ich wo einquartieren. Warum, da steht doch ganz groß Elefanten. Ja, das stimmt. Vor allem, Marco, wollen wir ehrlich sein, wenn wir in den Tech, ja, während wir in den Tech-Tree schauen, hast du schon 3 Britten bei Bogenschützen gebaut. So lange ungefähr. Hä, ich gehe erstmal da rein, da muss ich hier durchscrollen. Warte mal, ach, so viel kosten Mönche? Wusste ich ja gar nicht. Sehr interessant. So, ich glaube, wir haben jetzt genug Tiefstapel. Ja. Wir können jetzt fortfahren und Marco einfach komplett ist fertig machen. Ich mach, weißt du was, wir machen heute mal was anderes. Flonny Power ist sowieso klar. Mhm. Ne? Wir machen heute, weißt du was, den Urlaubs-Flonny Power ganz lockern. So. Ganz lockern. Hey, was geht ab? Fast hast du Bock auf Flonny? So, ja, so ein bisschen, doch nicht fest genug, aber auch nicht zu schwach. Okay. Das Problem ist, sogar Mara ist heute auf eurer Seite. Also sie hat im Forum geschrieben, ihr sollt mich wegfisten. Also heute ist mal Mara auf eurer Seite. Sonst ist sie natürlich immer auf der Seite der Weste. Ganz kurz mal, meint ihr, wir sind ein schlechter Einfluss für Mara? Ja. Ja. Sie hat sich verändert? Ja. Wieso? Okay, also ich spiele random. Okay, also wir haben schon Spiel aufgemacht, können wir gehen direkt mal rein. Klassisch, ja, ja, 3 Spieler Arabien, ganz klassische Angelegenheit heute. Ganz klassisch. Also vor allem, wir spielen heute nur Flonny, ne? Also heute gibt's keine Experimente. Heute gibt's mal wirklich den Klassiker nonstop. Ist halt problematisch, ja, wenn wir direkt gewinnen. Dann können wir uns was überlegen, dass wir irgendwie nur mit einer Hand spielen oder du kriegst einen Ball. Bist du das, Donny? Ja, das bin ich. Sowas. Wollen wir schon mal ins Spiel reingehen, bitte? Ja, okay. Wer ist das? Ich bin das, ja. Ey, bei mir steht im Ding RBTV Donny und jetzt steht da David. Das ist halt so ein, Name. Ich dachte, dein offizieller Pro-Titel sei Donny. Und jetzt Deviant? Deviant? Ah, oh, so unangenehm. Was ist das? Ist halt irgendein Name, den ich halt eingestellt habe, damit ich halt mal zocken kann, so ein bisschen. Random Generator? Random. Ja. Moment, aber sagt man Deviant oder Deviant-T? Ich weiß nicht. Du hast ja das T. Ich hab's halt groß gemacht, weil das ist halt cooler. Das ist viel cooler, wenn das groß ist. So viel. Hey, wer macht denn ein kleines T bei so einem Namen? Das ist ja super uncool. Okay, 3 Spieler Arabien. Das ist ein Statement, das ist so ein bisschen so, hey, Deviant. Was heißt denn Deviant eigentlich? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich war früher bei Deviant Art. Deviant Art, das kenne ich auch noch, diese ganzen Hentai-Bilder, diese ganzen Fanfiction-Bilder. Okay, Leute, alle Zufall, wir haben Werbung gerade gemacht, das heißt, wir können direkt losstarten. Marco, ne, Gentleman's Agreement, was wir hier sagen, geht dich nichts an. Ich höre nie. Ich habe euch noch nie gehört. Ja. Und wenn, dann ist es, wo denn? Ich bin GG. Ja, wir müssen halt leiser reden. So, habe ich eine höhere Wertung als du eigentlich? Kann es sein? Stimmt. Ja, der Deviant, der ist überall unterwegs, weißt du? Der macht auch mal so Spiele gegen krassere Leute. Okay, na gut. Ich bin gespannt. Also ich weiß nicht, was ich von dir gegen so 1300er oder sowas. Random. Also Chat sagt auch schon, klassisch. Ich gewinne eben auch immer verdient, lese ich hier. Tu es. Marco gewinnt zu 100%. Du hast den Chat an? Ich guck gerade nebenbei immer in den Chat. Den machst du aber zu, wer im Spiel? Ja, jetzt mach ich ihn eh zu. Ich guck nur gerne mal ab und zu rein. Ja, okay. Wir lassen uns gar nicht auf. Ist ein lockeres erstes Spiel. Seid ihr bereit? Ja, wir sind bereit. Ja, auf geht's. Sind wir bereit. Das kann man anklicken, Marco, wenn man nach unten auf Ready, dann ist man bereit. HF. HF. Perser. Oh Gott. Schon wieder Elefanten. Du hast Perser? Ja, ich habe schon wieder Elefanten. Florentin. Ganz klar. Ich spiele ganz klar Scouts. Ja, Mongolen. Supervolk. Was hat er? Ich hab's nicht gesehen. Wir wissen auch nicht, wo man das nachgucken kann, ne? Ja, müssen wir ihn halt scouten. Wenn du E-Scouts spielst, ist ja kein Problem. Aber nicht so laut. Das könnte er jetzt auch hören. Du, das nennt man doch mittlerweile die Deviant-Strategie. Früh Druck machen. Ich spiele nicht mehr raus. So, bringt man Bogenschützen hinterher oder was? Das auf jeden Fall, ja, denke ich mal. Aber damit rechnet er halt auch. Ne? Ganz merkwürdiges Holz habe ich. Sehr gut, ich habe alle meine Schafe schon gefunden. Such mal schnell deine Schafe, sonst lähmt er wieder. Ne? Schafe ganz. Ganz wichtig. Ich habe eine gute Map. Ja.
Was ist denn dein Plan für uns? Ja, Perser. Ja, heißt natürlich starke Dorfzentrum. Das heißt, ich muss mir erstmal keine Gedanken machen. Ansonsten halt vielleicht ein bisschen Kavallerie schön. Bisschen nee, Elefanten. Kavallerie wäre nicht so gut, weil ich habe ja Kavallerie. Ja. Nicht wieder Elefanten, Mann. Ich habe, glaube ich, alle meine Ressourcen schon. So, ich werde ihn jetzt mal scouten gehen. Und läuft's, Marco? Alles cool? Was? Ja, ja. Alles cool bei dir, ja? Prima läuft. Geht richtig hier ab, sagst du? Prima, ist das dir. Ja, was sagst du, das ist eine gute Idee für mich als Perser. Hast du eine gute Idee? Also erstmal würde ich halt erstmal Archer spielen, aber das machst du wahrscheinlich eh nicht. Wie ich dich kenne. Ja, ungern. Aber das wäre eigentlich gut. Ja, kann ich aber probieren. Jetzt habe ich das hier sonst gedings. So, der Boar ist gelert, das ist schon mal ganz wichtig. Kein Dorfbewohner verloren. So. Dann haben wir das. Ansonsten, wie läuft es bei dir? Gute Map. Ja, mein Holz ist ein bisschen weit weg, aber ansonsten habe ich viel Stein nach hinten, Wallen eher nicht. Aber, also, Bogenschütze meinst du, soll ich? Ja, oder, ey, vielleicht mal nach Feeling, mach einfach, was du denkst. Und dann gucken wir mal, wie wir zusammenkommen. Ich glaube, es hat letztes Mal nicht so gut funktioniert mit der Absprache, also, dass wir uns so festlegen. Vielleicht ist es sogar besser, wenn wir einfach so ein bisschen, natürlich ist es normalerweise besser, wenn man sich abspricht, aber jetzt mal hier aufpasst, die Mongolen, die sind sehr schnell beim Jagen. Ich habe überhaust leider, ich habe leider ein bisschen jetzt ein späterer Uptime. Das ist kein Problem, das ist lockeres Spiel, Leute. Okay, also er ist auf jeden Fall hier. Der macht aber Schaden, du. Der macht Schaden. Der ist ein Dorfzentrum, ja, der. Ah ja, da wird's. Machen die nicht alle gleich viel Schaden immer? Ja, ich glaube, wenn du mehr einlagerst, macht er mehr Schaden. Also ich war gerade beeindruckt von dem Schaden. Also ich dachte mir, meine Herren. Okay, also ich gehe mit Pop 21 Scouts. Das klappt auch, so wie es aussieht. Hab ein paar Fehler gemacht am Anfang, aber eigentlich alles noch so akzeptabel. Igen, Fahrtwagen. So, ich hab jetzt hochgeklickt. Ganz gut die Zeit. Ja, ich hab auch hochgeklickt. Sehr gut. Passt doch. Sieht doch ganz gut aus. Gott ist auch noch fit. Ich muss mal gucken, wo er seine Ressourcen hat. Nein! Und ob er schon gewallt hat. Ein Wall funktioniert nicht. Aber ich hab fast seinen Scout bekommen. Ich war ein bisschen zu langsam. Ah! Ah! Du Sau! Micro! Micro, ja, aber der ist fast tot, mein Freund. Und?
Ah, die Sau! Und? Was? Ah! Und? Was ist da los? Ja, nix, ich. Okay, wird geblendet. Ist deine auch so schlecht, Wall-Body-Map? Ja, total schlecht. Was du? Okay. Baut jetzt hier sehr. Nee, das ist jetzt gebaut. Epit Gazak. Scheiße, mein Wall funktioniert nicht, mein Hotkey. Okay. Wie sieht's aus? Ja, ich baue jetzt gerade meine Schießanlage. Sehr gut. Hammer. Nice. Und ja, muss ein bisschen mein Holz koordinieren. Ich habe jetzt schon zwei Scouts auf der Map. So. Ich werde jetzt auch ein bisschen abbauen. So, sein Scout ist tot. Super. Jetzt kannst du jetzt schon mal überlegen, was du dann nachher wechseln willst. Ne? Guck mal, er hat hier einen Stall, wo was eingelagert ist. So, okay. Alles klar. Ich baue mal noch einen Sperrkämpfer und schicke den mit. Ich greife jetzt mal an. So, ich hab schon Bloodlines gemacht. Mhm. Also, wann bist du angreifen? Ich habe ja gerade schon versucht, er hat einen Sperrkämpfer aber leider gehabt, da an seinem Essen, an seinen Berries. Okay, ich habe jetzt zwei Bogenschützen auf dem Weg zu ihm mit Fletcher. Sehr gut, kommst du von der anderen Flanke oder was? Von Süden, ja. Okay, vier Scouts in meiner Base. Oh, okay. Mach ich jetzt bei ihm auch. Ich muss hier meine Woodline reparieren. Hat ein Wolf leider, das ist ein bisschen scheiße gelaufen. Okay, er hat überall. Scheiße, was? Er hat Fletching auf jeden Fall schon. Epit Gazak.
Ja, okay, ich bin unten am Süden in seinem Wall. Er hatte aber einen Wall. Ich bin jetzt hier. Ich bräuchte jetzt halt deine Bogenschützen, um die Sperrkämpfer zu besiegen. Wo bist du genau nochmal? Im Süden. Ja, hier, genau, hier. Bleib mal hier. Bleib mal hier und schieß die Sperrkämpfer ab. Ganz wichtig, genau. Hier, mit deinen Schützen. Jetzt aktiv sein hier unten. Ja, noch nicht weit genug. Genau. Ich bin da dran. Ups. Jetzt kommt hier noch einer, ich locke ihn mal rein hier. Sehr gut, sieht nicht so schlecht aus gerade. Jetzt locke ich die immer, ich versuche die immer anzulocken, genau. Kannst du noch ein paar, noch ein, zwei mehr bauen? Ja, vielleicht? Sind auf perfekt. Weil ich konzentriere mich jetzt langsam aufs Hochklicken. Geil, jetzt kommst du mal rein. Und ich versuche die Sperrkämpfer. Jetzt kommen die Scouts. Vorsicht. Ja, bleib mal hier und nur den Sperrkämpfer. Nur den Sperrkämpfer. Nur die Sperrkämpfer anzielen. Das wird er gewinnen, den Kampf so. Ja, der Sperrkämpfer. Du musst dich auf den Sperrkämpfer leider konzentrieren. Ja, hab ich. Wir sind tot. Ja, nicht so gut geklappt. Egal. Weiter geht's. Trotzdem, das war super. Also, es hat auch von mir aus nicht gut geklappt, meine ich. Ich habe da nicht gut gemicrot. Okay, ich kann jetzt aber schon fast hochklicken. Okay. Kommt jetzt auf jeden Fall direkt zu mir, so wie ich ihn kenne. Ich habe jetzt hochgeklickt. Okay, was ist jetzt der Plan bei dir? Also ich habe jetzt noch hier so ein paar verlorene Bogenschützen, die mir wahrscheinlich nicht mehr viel bringen. Und ich habe jetzt seine Scouts in der Base. Ritter bauen gleich, weil ich habe schon die Upgrades, die Offensiv-Upgrades. Das macht am meisten Sinn für mich jetzt gerade, finde ich. Ja, tötet leider viel. Ich hab. Egal, weiter ballern. Kriegen wir hin. Ja, ja. Wir müssen halt eigentlich scouten, was er so macht. Das ist gerade ein Fehler von uns. Oh, ich habe eine zweite Schmiede gebaut, ich Idiot. Ah, Depp. Dammit. Mich verbaut. Ich hab mich halt verbaut, ne? Ich hab die zweite Schmiede anstatt einen Stall gebaut. Damit. Ich habe jetzt gleich drei Ritter auf der Base. Wie sieht es bei dir aus? Hast du noch angegriffen? Ich musste gerade seinen Scout-Angriff verteidigen, okay, cool. Aber das hat funktioniert. Geil. Okay, dann gucken wir mal, dass wir... Ich bin jetzt auf Walled und habe schon ein paar Upgrades. Okay, meine Ritter hat er gesehen. Okay, er ist bei mir drin, da war ein Loch. Okay, er will mich nur ablenken. Ich
Okay, ich habe irgendwo Löcher, ich weiß aber nicht wo. Er ist mit sehr vielen Scouts bei mir drin. Okay, er macht auch bei mir jetzt gerade relativ viel Damage, aber ich habe eine Idee. Okay, ich bin jetzt mit Rittern bei ihm drin. Sehr schön. Überlege halt, da ist das Loch. Ja gut, habe ich nicht gesehen. Er hat ein fucking Loch da oben. Wie soll man das Loch sehen, Marco, ey? Der ist durch ein kleines Loch die ganze Zeit durchgewutzt da oben. Hier komme ich jetzt mit den Rittern. Kannst du mir helfen? Mit dem Bogen, mit deinem Bogen hier unten. Ja, wie soll ich dir helfen? Der kommt jetzt mit ganz vielen Speerkämpfern halt hier hin. Ich lock die jetzt zu dir. Jetzt ist es bei dir. Ah, es hat mir ziemlich viel Schaden gemacht, muss ich sagen. Leider. Aber ich bleib dran, ich gehe jetzt in seine Woodline hoch. Ich treib sie wieder zu dir. Hier die Bogenschützen auf die Speerkämpfer. Ja, okay. Ja, haben wir beide nicht gut gemacht. Wo ist denn das Loch, Marco? Was soll das? Wo ist da das Loch? Ich verstehe das nicht. Da! Oh, Leute! Es nervt. Oh, ich bin ganz schön gedamaged, muss ich sagen. Okay, brauchst du Hilfe? Nee, also es ist einfach, ich muss hier aufräumen. Der hat irgendwie mehr Damage gemacht, als ich dachte. Okay, ich baue jetzt ein paar berittene Bogenschützen. Ich muss jetzt reparieren, leider eine Zeit lang. Und gucken, wo mein Loch war. Und hoffen, dass er jetzt nicht wieder direkt kommt. Ich weiß auch nicht, wo der da reingekommen ist, ehrlich gesagt. Ich habe vorhin eigentlich auch meiner Meinung nach getestet, ob man da irgendwo durchkommt. Okay. Hier kommen jetzt drei Ritter zu dir. Auf Weg zu dir. Weiterhin auf dem Weg zu dir. Hier, bist gerade dran vorbeige. Ne, es war er. Sorry, alles gut. Okay, ich versuche mal ihn ein bisschen. Verpiss dich, Marco! Was denn? Du Sau! Hörst du halt auf den einen Schwachen, du Arsch! Genau gesehen! Trotzdem, Kampf geht an mich, sag ich. Ja,
Er läuft ziemlich gut, würde ich gerade sagen, für mich. Hast du gerade wenigstens deine Ruhe? Ja, ja, auf jeden Fall. Geil. Okay, ich habe seine Ritter jetzt, die ja auf dem Weg zu dir waren, die habe ich jetzt verhindert. Dann kriegen wir das schon hin jetzt. Okay, er hat das alles kaputt gemacht. Oh, jetzt kommt er wieder rein bei mir. Oh, dammit. Der macht wieder Damage bei mir. Wo ist denn da das Loch? Marco, jetzt sag's mir wenigstens. Ich weiß es selbst nicht. Ich klicke ja nur da rein. Da ist irgendwo ein Loch und ich weiß nicht wo. Ich verstehe das nicht. Der kommt ständig in meine Base rein. Ich sehe das noch nicht. Die Scheiße da. Mann. Die schlimmste Woodline ever hier hinten. Was soll das? Wo kommt der da immer durch? Jetzt hat der einen Wolf mitgebracht. Ey, der spielt mit uns wieder, ne? Der macht wieder so Scheiße, wie Wölfe mitbringen und so Kack. Okay. Ich hab eine Idee. Ich switch jetzt auf Infanterie. Schon wieder alle meine Woodlines kaputt gemacht. Verstehe nicht, wo der da immer. Ich bin mega gedamaged übrigens für uns hier, ne? Also ich bin sehr, sehr am Arsch. Ich kann gerade nichts bauen. Ich versuche ein bisschen weiter zu bauen, aber ich muss irgendwie gucken, wie ich meine. Wie sieht's denn bei dir aus? Sag doch mal irgendwas. Naja, also ich habe gerade mit meinem Ritter Bogenschützen was bei ihm gemacht und muss mich jetzt gegen seine Ritter verteidigen. Okay. Ingrid, denk dran, wir haben Zuschauer, ne? Die wissen wollen, was du machst. Okay. Kriege ich das hier nicht? Oh Mann, das ist so frustrierend. Okay, ich guck mal, ob ich mit meinem Ritter im Bogenschützen noch ein bisschen was bei ihm machen kann, aber es. Also ich switch jetzt komplett auf Infanterie. Also erstmal jetzt mit Pikanieren sozusagen, also Trash-Infanterie. Wie bitte? Ich kann nicht lauter reden, ich switch jetzt auf Pikaniere einfach, Trash erstmal, um die Ritter irgendwie. Ja, ich habe auch ein paar Mönche gebaut. Ich glaube, gegen die bin ich recht sicher eigentlich, das passt schon. Ich muss jetzt halt nur ein bisschen gucken, was ich langfristig mache. Ich habe auch keine Ahnung, ich habe jetzt aber das dritte TC immerhin schon gebaut. Okay, jetzt kommt er wieder. Ups. Naja, erstmal. Ich hab eine Mühle gebaut, eine Defensivmühle. Okay, ich baue jetzt hier vorne mal ein bisschen freches Dorfzentrum und könnte dann auch vielleicht eine Burg hinterher schieben, um mal bei ihm ein bisschen Druck aufzubauen. Ansonsten versuche ich es gerade ein bisschen mit berittenen Bogenschützen. Okay, ich habe seine Ritter jetzt aufgeräumt, aber das. Es ist nicht so einfach gerade. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich versuche ein bisschen bei ihm Druck zu machen, um den Rücken frei zu Sehr gut. Ja, der kommt halt immer wieder mit ein paar Rittern, aber ich habe jetzt Pikiniere gebaut. Ja, der hat auch Lücken in seinem Maul. Ja, ich bin ja noch nicht mehr in der Lage, ihn anzugreifen, denn sein erster Angriff hat mich schon so meine Wirtschaft so kaputt gemacht durch dieses Loch. Ich weiß nicht. Aber abhaken, jetzt weiter geht's. Die stehen noch nicht so schlecht da, geht noch was. Ich habe halt viele No-Wills, weißt du? Also ich versuche jetzt bei ihm auch mal eine Burg zu bauen, vielleicht kann ich ihn dann so ein bisschen binden. Mal schauen. Und ich sammle Reliquien ein nebenbei. Sehr gut. Das ist auch ganz gut langfristig. Auf jeden Fall. Sag mal, Steine.
Aber Elefanten gar nicht, ne? Da müssen wir nicht drüber reden. Weiß ich nicht, ich sag diesmal nicht. Das Mal war es ja wohl eine Fehlentscheidung, dir zu sagen, es nicht zu machen. Ich weiß es ja auch nicht. Ich konnte auf jeden Fall jetzt ein paar Ressourcen verteidigen und... Okay. Ich habe mich jetzt so langsam regeneriert hier. Aber wenn er jetzt mich wieder angreift, dann habe ich wieder ein Problem, aber gut. Okay. Er baut währenddessen bei mir schon eine Waffenschmiede. Ich glaube, der will mich ja angreifen von Norden aus. X-mal, dann komme ich da hin. Ich komme jetzt hier hin mit so 10 Pikinieren. Hilft dir das? Also hat der Ritter da? Naja, da hat er auch Plänkler. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm. Und eine Burg. Er baut eine Burg. Okay, alles klar. Wo genau? X mal bitte. Muss. Okay, alles klar. Da, ach so, bei ihm. Ja, ja. Okay. Okay, das sind eine Menge Ritter. Okay, hier die Burg müssen wir verhindern, dass sie hochgeht. Alles klar, ich komme mit. Ich komme her. Bist du sicher, die ist aber eher defensiv? Warum ist die so wichtig zu verhindern? Jetzt kommt aber wieder. Die ist aggressiv gegen mich. Würde ich schon sagen. Hä, du bist doch da ganz unten auf der Map. Das ist doch bei ihm. Ja, das ist doch, die ist defensiv, Florentin. Die müssen wir nicht unbedingt verhindern. Er sitzt bei mir in der Base mit 8 Rittern oder so. Na gut, die Burg geht hoch. Ja, die ist nicht so wichtig. Das ist eine Defensivburg. Ich bin jetzt gleich tot hier. Ein bisschen Zeit kaufen hier. Wo sind denn die Pikeniere? Oh, okay. Eieieiei. Was denn? Also mein Vorstoß, meine Siedlungspolitik wurde abgewehrt auf jeden Fall. Ja, der ist halt bei mir in die Base rein, ne? Also gerade macht alles kaputt. Okay, also brauchst du Hilfe? Ja, sicher. Gut. Die ganze Zeit. Ja, du musst sagen, ich brauche Hilfe. Achso, ja, diese Burg war halt total egal da bei ihm. Das ist doch eine Defensivburg von ihm. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich bin, ja, der macht mich fertig gerade. Ein bisschen ab, jetzt kannst du wieder, brauchst nicht kommen. Also ich brauche vielleicht irgendwie ein paar, generell ein paar, ich kann es dir nicht sagen, ich habe keine Ahnung von dem. Ich weiß nicht, ob ich Hilfe brauche oder nicht. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nichts mehr. Er kommt immer bei mir durch mit ein paar Rittern, die bringen mich komplett raus. So, ich baue jetzt hier eine Burg. Ach komm, Marco! Das war so eine schöne Bekehrung, Mann! Ja? War doch schön, oder? Da musst du die jetzt alle töten, oder was? Ich brauche eine neue Woodline, Mann. Ich finde keine fucking Woodlines. Also ich habe jetzt auch viel Zeug in der Base, aber ich glaube, ich krieg das noch abgewehrt. Marco! Was denn? Das ist Quatsch, ist das, was du machst. Was macht ihr? Nee, Haufen, oh, ich depp. Hast du schon hochgeklickt? Vergiss nicht hochklicken, ne? Nee, aber ich kann vielleicht bald hochklicken. Ich klicke jetzt so. Also gleich in die Burg. Warum sind die so stark, ey? Ach ja, der hat die Ungarn, ne? Ey, die sind echt stark, seine ungarischen, Was hat er denn für Einheiten? Seine Husare. Okay. Ich weiß halt nicht, was ich für Militär bauen soll. Das ist ein bisschen mein Problem gerade. Ich kämpfe die Champions Line. Okay.
Hihi. Memor. Memor. Farmon. Ari Mikon. Ja, okay, also, ja. Was soll ich switchen? Das ist gerade mein Problem. Ich habe keine Informationen über das, was er baut. Ich weiß auch nicht, also er ist bei mir halt mit vielen Husaren am Start. Ne? Ich glaube, okay. Das ist mit Ungarn jetzt auch nicht dann so überraschend. Dann soll ich dir meine Pekiniere schicken. Nee, ich hab ja gar kein Problem. Ich meine, er kommt jetzt mit Rammen. Aber ich habe sogar die Spezialtechnologie, dass Burgen mehr Schaden gegen Rammen machen. Das mache ich mal. Ach, hast du das echt? Wusste ich gar nicht, dass die gibt. Oh, er hat auch schon einen Tribok bei mir. Okay. Aber ich glaube, das kriege ich momentan noch einigermaßen abgewehrt. Ich komme jetzt mal zu dir. Wo soll ich denn dir helfen? Da unten? Also hier, ich werde hier von Norden belagert. Oh, der hat auch Halbs, oder was? Okay, krass, der hat Halbs. Ich komme da mal hin, vielleicht kann ich irgendwie ein bisschen helfen. Ich könnte natürlich auch switchen, ne? Ich weiß halt nicht, ob ich das machen soll. Haut er bei mir rein? Damit. Muss ich schnell reagieren hier. Ah, komm, der kommt direkt rein. Ah, shit. Gute alte Frage, was ist gut gegen Hennebardiere? Champions. Champions, ne? Okay, sehr schön, Imperialzeit. Ja, das Dumme ist, jetzt habe ich natürlich meine Pikeniere sinnlos dahin geschickt und jetzt kommt der bei mir mit den Husaren rein. Der hört uns doch, was wir sagen. Marco, hörst du, was wir sagen? Das ist so lächerlich. Wie schlecht der jetzt tut, dass er uns nicht hört. Guckt ihn euch an, ihr alle wisst, dass er lügt. Gut. Ja, mach gut Damage bei mir. Ich bin so dumm, dass ich meine Einheiten vorgeschickt hatte. Ich hätte die jetzt in der Base so gut gebrauchen können. Ah, da ist auch ein Loch, das gibt's doch nicht. Ey. Aus irgendeinem Grund ist der wieder abgehauen. Oder voll Damage, weil er hätte machen können. Okay. Ich bin gerade noch mit dem blauen Auge davongekommen. Aus irgendeinem Grund ist der wieder abgehauen. Das hätte aber gar nicht machen brauchen. Bei mir greift er gerade auch nicht an. Er will vielleicht so ein Masterpiece machen? Dass er jetzt mit 2000 Männchen kommt. Ja, irgend so ein Scheiß. Ich find's gut, dass der Hass wieder da ist. Ich hab Ultra-Hass. Ich find's so nervig, ey. Ich find's auch eine Frechheit, oder? Jetzt kommt er jetzt hier. Oh, jetzt kommt was. Ah, wieder Tribok. Das wird jetzt dann auch meine Burg gewesen sein. Tribok, Hellebardiere. Das ist einfach eine gute Kombination, Tribok, Hellebardiere. Genau, also die Champions League baue ich ja schon, ne? Also willst du die jetzt auch machen? Es kommen hier richtig viele Husare bei mir rein. Oh Mann, ey. Das Ding ist, ich hab einfach keine Ahnung. What, jetzt kommen seine Ungarn-Husaren. Heieieiei, das ist ein schlechtes Zeichen. Ah, wo ist mein Upgrade hier? Guck dir die an. Ja, das sieht schlecht aus. Warte. Boah, ich hab die Schubkarre noch nicht gemacht. Ja, die zweite. Ich glaub, das ist der Fehler. Das war's, das hat alles. Ja, genau. Wo ist denn das Upgrade am Laufen hier? Ich meine, wir spielen ja eh mehrere Spiele. Wollen wir hier einfach GG und dann nee, beim nächsten Mal? Nee, warte mal. Da geht doch noch was. Okay. Nur weil du jetzt GG bist. Ich hab doch hier noch was aufgebaut. Versuch das noch hinzukriegen irgendwie. Wenigstens einen Kampf mal ordentlich. Nicht immer nur geradet werden. Okay. Was sehe ich denn bei dir? Hier, da sind zwei Triebwerke. Jetzt kommt der bei dir rein, oder was? Okay. Die
dieser eine dumme Elefant, ey. Hast du einen Elefant gebaut? Ja, klar. Okay. Jetzt habe ich die eine Spezialtechnologie entwickelt. Dass wenn man die Häuser verliert, man keinen Pop verliert. Das ist mein Highlight des Spiels. Wenn man das macht, dann hat man eigentlich schon verloren. Das ist eigentlich ein Cheat. Man hat moralisch schon verloren. Ja. Ja, meine Burgen machen richtig viel Schaden gegen Ram. Ich habe keine Burgen, aber wenn ich welche hätte, würden die richtig viel Schaden machen. Also er räumt mich jetzt langsam auf, ne? Ja, ich muss kurz noch aufsparen, dann komme ich. Okay. Ich habe nicht viel gemacht in diesem Spiel. Egal. Das ist, die Finger müssen auch warm werden. Ja klar, du bist ein Aufwärmspiel. Die werden geil jetzt. Guck mal, der Emotionslos. Der hat auch keinen Spaß. Guck ihn mal an, der hat keinen Spaß. Wir haben viel mehr Spaß. Ja, nachdem wir... Hast du Spaß? Nee. Okay. Jetzt kommt er. Jonapod. Épít kezek. Épít kezek. Ballistik weg. Épít kezek. Voran. Diese elende Kavallerie immer. Guck mal hier. Ui! Gut schon mal. Ja, ist gegeben. Wenn du willst. Er hat so viele berittene Bogen. Okay. GG, Marco, schön gespielt. GG! Schön gespielt. Ich nehme an, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Ja. Und kommen dann zurück mit dem zweiten Spiel, das besser laufen wird. Mhm. Aber was genau das bedeutet, das seht ihr gleich nach der Werbung. Gleich. Da sitzt da wieder der Marco, ne? Da so kennen und so lieben wir ihn, der grinsende Marco. Vor allem fragt er noch, was war denn los bei euch? Ihr habt gelacht, nicht was war los bei euch, ihr seid scheiße gespielt, ihr habt die ganze Zeit gekichert. Du, als ob du uns nicht die ganze Zeit gehört hast. Hab ich nicht. Ja, wirklich nur einmal, als ihr laut gekichert habt, habe ich gemacht, was ist denn bei denen jetzt? Ich raide Donnys Base und die lachen. Ich raide deine Base, die lachen. Die sollten auch. Du, wir sind gut aber drauf. Es gibt ja auch ein manisches Lachen. Wir sind gut drauf. Wie siehst du denn das Spiel, Marco? Ich habe hier die Map gerade noch offen. Können wir ich das auch. Mal. Du hast ja mega geboomt. Das war ja sowas von GG, wenn ich das jetzt sehe. Wo habe ich denn geboomt? Also, wenn ich jetzt mir deine Map hier angucke, ich hab die das halt ist ja wohl mega ausgeboomt. Nein, Boom ist es nicht. Also, ich bin auf jeden Fall, habe überall Ressourcen übrig, ja. Aber geboomt hat er ja nicht. Wenn ich es jetzt so sehe, das ist ja schon vor 500 Jahren, ja. War das ja GG. Was hat er denn alles? Wie viel fucking Bogen hat er denn? Ja, also das ist ziemlich GG gewesen schon länger. Aber ja, also ich, guck mal, ich habe ja versucht, ein bisschen im Scout Rush und Feudalzeit ein bisschen zu ärgern. Ey, das Loch, das ist immer das Gleiche. Und ich weiß, was du jetzt sagst. Ja, dann prüf doch mal, lauf doch mit dem Dorf wohnen. Habe ich gemacht. Da war echt so ein fieses, und ich weiß, es ist nicht der Hauptgrund, aber es ist mir scheißegal. So ein Loch ist so nervig, wenn er mit Scouts kommt. Also, da war ich schon voll am Arsch. Das, bevor du gefragt hast, also ich war einmal drin, da wusste ich, wo das Loch ist. Das war oben an deinem See. Da hast du zwar ein paar Palisaden, die stehen jetzt die immer noch untere, da, ja, da die dran, untere habe ich nicht gemacht. Aber da direkt links neben der Palisade war noch alles offen. Da konnte ich an dem Strand lang und dann bin ich durch. Und dann irgendwann, dann wusste ich auch nicht mehr, wo ich reinkam. Da war irgendwo anders ein Loch, da war unten ein Loch. Und dann bin ich halt... Da war wieder, wenn man, ich weiß nicht, was wir gerade sehen. Ich hoffe, man sieht jetzt gerade meinen Bildschirm hier. Hier war, glaube ich, so eins von den... Kennst du die Löcher hier? Diese... das ist jetzt keins, aber so, weißt du, so zwischen zwei Gebäuden war so ein Loch. Da bist du, ach so, irgendwann ja, war ich so in meinem Lager. Zwischen dem Haus und ja, und dann sehe ich so, ja. wie so fünf Ritter so, so einer Schläge. So durch ja. die Häuser durchlaufen. Ja. Gut, das ist jetzt nie ein ausschlaggebender Grund, warum man verliert oder gewinnt ein Spiel, aber es hat mich so rausgebracht, Mann.
Ja. Ich habe, glaube ich, einen okayen Scout Rush, ein paar Scouts, wir haben gut gemicrot, Alter. Ja, gut, und du dabei? Die fucking Sperrkämpfer hingelockt. Da waren wir haben es zwar scheiße gemacht, aber wir haben immerhin abgeschworen. Das habe ich aber gesehen. Hier und da waren Momente, hör nicht auf ihn, der will dich vergiften. Hör nicht auf ihn. Die dunkle Seite der Macht da drüben. Nee. Ey, die einzige Frage ist nur, warum gewinnen wir das nächste Spiel? Und ich finde, wir haben hier und da ein paar gute Sachen gemacht. Ich weiß nicht, ob er gemerkt hat, wie seine Ramböcke geschmolzen sind unter meinem Burgfeuer. Oh, die Mauer. Die Ramböcke sind mega weggeschmolzen, aber die Trieböcke waren Gott sei Dank dann doch noch da. Ist ein anderes Thema, Sag mal hier, was ist denn das hier? Das will ich mal wissen, hier bei dir, die Mauer. Da stand eine Burg. Da stand eine Burg. Ich dachte, du machst so ein bisschen so eine auf Rom. Das ist so die große, die Tor. Du machst so ein weites Tor. Ja klar, die müssen doch, sieht geil aus. Die siegreichen Truppen müssen da doch einmarschieren. Das sieht schon geil. Das ist hier, wo man reinmarschiert. Das sind verletzten Invaliden. Die halt von vom Schlachtfeld zurückkommen mein und Highlight. Darum beten, kann ich nicht Lord Westen dienen, bitte? Ich finde ja, also ich hatte ein Highlight, als er mit 5 Rittern bei mir reingeritten ist und ich hatte 5 Mönche und ich habe sie sub und alle bekehrt. Einfach. Und dann kamen 25 Husaren. Ja, anderes Thema, aber das war aber hier, eine letzte Sache noch. Warum baust du eigentlich die hier, ne? Warum baust du eigentlich die nicht schräg? Das habe ich nie verstanden bei dir. Du machst immer dieses so. Du hast hier, du sparst doch für. Ja, das hat, ich glaube, da waren Leute. Und bei also, ich könnte. Da waren Leute! Also, was. Nee, von ihm, die ich einsperren wollte. Ich weiß also, leider. Was könntet ihr besser machen? Also, das Ding ist, ihr habt ja zum Beispiel mal, Florentin ging auf Archer, du gingst auf Scouts. Das ist ja eh schon mal gut. Ja. Das ist ja schon mal gut. Aber ihr wart beide zusammen an einem Fleck und ich musste mich halt nur auf diese eine Seite konzentrieren und das war's. Dann konnte ich halt den Rest. Ja. Brauchst du dich halt gar nicht. Aufgeteilt kommst du halt nicht mehr so gut durch den Wall. Aber es stimmt schon. Und es waren ein bisschen zu wenige Archer. Ja, total. Ich bin das auch nicht gewohnt. Und das ist ja so, das haben wir lange Monate hinweg rausgefunden. Der Stress am Anfang ist einfach entscheidend. Ja. Und wir müssen irgendwie schneller auf den Gameplan kommen. Aber ich weiß immer nicht, ich habe dann die Perser. Ich habe das zweite Elefantenvolk. Ich wusste wieder nicht genau, was ich machen musste. Aber wir haben dann mit Bogenschützen und dann Kavallerie. Ging. Aber wir müssen, glaube ich, schneller uns einen Gameplan überlegen. Mhm. Und dann durchziehen. Ja, und auch ich muss es durchziehen. Wir reden uns selber gerade schlecht. Wir haben es nur nicht gut umgesetzt. Wir hatten einen guten Gameplan, Archer und Scouts. Ich habe sofort gesagt, ich mache Scouts. Du hast gesagt, sofort gesagt, du machst Archers. Und mein großes Lob auch an dich mal. Ich fand, dafür, dass du selten Archer warst, du hattest echt schon ein paar Archer auf der App. Ja. Sonst bist du da eher stur veranlagt, finde ich. Machst dann irgendwie so ein Half-Fast-Castle-Hybrid. Das hätte ich definitiv besser machen können. Aber ich meine ja, das Problem war erstmal, es waren zu wenige Einheiten. Okay, das passiert. Aber ihr habt halt diese eine Stelle nur angegriffen und ich konnte mich, wie gesagt, die ganze Zeit darauf konzentrieren und ihr habt euch baiten lassen an der einen Stelle, wo ich dann meine Walls geöffnet habe, meine 4 Scouts kamen, deine Archer gekillt haben und meine Pikes sind zwar, ich glaube, da sind 3 gestorben an den Archern, was du ja dann wieder gut gemacht hast. Aber ja, gegen ungarische Scouts schwierig. Das ist auch so ein Punkt. Wir hätten vielleicht mal darauf achten müssen, was er für ein Volk hat. Ja, und wieder aber jetzt, wir müssen darauf achten. Jetzt wir gehen direkt ins nächste Spiel. Ich habe auch schon eine Taktik, für was wir jetzt machen. Perfekt. Ich weiß schon, was wir jetzt machen. Gleiches Spiel, Arabia, 3 Map. Ja, 3 Map. Map. Zufällige Zivilisation. Oh, ich bin Spaß. Oh Mann, ey, ich will da. Ich glaube, heute ist ein guter Tag. Ja? Ja, mal gucken, wie du heute nach Hause gehst. Ob du frohlockst oder ob du mal wieder dahin Aber selbst, mal, selbst wenn ihr jetzt gewinnt, dann steht es 1-1 und die Weste geht mit dem Westenmann. Du glaubst ja nicht, dass wir in der Stunde jetzt nur einmal gewinnen, Marco. Also das Spiel ging jetzt gerade eine Stunde. Let's go. Come on, bin heiß. Heiß wie Frittenfett. Okay, auf geht's. Viel Spaß euch beiden. Dankeschön. Auf ein gutes Spiel. So, jetzt bitte auf jetzt darauf achten, was er hat. Und was nicht. Okay. Sarazen, sehr gut. Inka, Sarazen. Ich habe nicht gesehen, was ich habe. Ich habe wieder irgendeinen Quatsch vor. Du kannst doch selber einfach auswählen, jetzt einen Dorfbewohner zum Beispiel. Achso. Also, Florentin, ganz wichtig, jetzt hör mir zu. Ja? Hörst du zu? Ich mache jetzt diesmal, ich versuche es hinzukriegen, ich mache wieder meinen wirklich super Early Aggression. Also mein Man-at-Arms, okay? Ja. Und du könntest jetzt theoretisch versuchen, irgendwie ein Fast Castle, so was ähnliches wie ein Fast Castle hinzukriegen. Also ein bisschen wallen, dass du vielleicht ein bisschen deine Ruhe hast und ich mach Stress, okay? Okay. Das ist jetzt der Grundplan. Den habe ich jetzt einfach mal, schlage ich jetzt vor. Mhm. Ich mache jetzt hier Stress und du versuchst irgendwie Wirtschaft ein bisschen aufzubauen, dass du schneller Goldeinheiten bauen kannst, so. Mit dem bist du eh besser. Finde ich echt. Okay. Ich habe schon wieder Malaien, ich habe schon wieder Elefanten. Das ist nicht dein fucking Ernst. Ey, aber diesmal oh nicht die. Also ich habe Inkas ein super Volk für das, was ich vorhab. Als kleines Geschenk, als kleines Bonbon für Mara, als kleine Reminiszenz spiele ich die Malaien.
Und ich werde sehen. Nee, ich spiele extra für Mara die Inka. Das ist das stimmt. Volk. Ey, wir sind Team Mara. Ihr altes Lieblingsvolk und ihr neues Lieblingsvolk. Ja, das ist das. Für Mara heute. Für Mara. Für Mara habe ich jetzt auch mein Schaf super schlecht geschlachtet. Das ist okay. Okay, Mara Maps sieht ganz gut aus. Komm schon, mit der Kraft von Mara. Seefahrer-Zivilisation. Yes, Jackpot. Genau das, was ich jetzt brauche. Aimurai, Aimurai. Arak, Arak, Ajikta, Ajikta. Also er hat Sarazen mit ihren. Ja, die sind nicht so gut am Anfang vor allem. Er wird die 100 Pony bauen, die Säbelwerfer. Gegen Kavallerie? Sind die ganz gut. Hab ich gehört. Ich guck mal, was er macht. Beide Boss. Eins, zwei, jawohl. Ey, diese Malaien, das klingt so Quatsch. Vor allem, die klingen auch so, als wären sie in einem schlechten Tonstudio aufgenommen worden. Einfach so, als würde man sagen, Malaien, scheiß doch drauf. Ich habe ihn. Hier ist sein Food, seine Berries. Da werde ich angreifen. Ah, shit. Oh, fuck, hab ich gleich verkackt. Ah, nee, es geht. Ich hab ja Lumi, Depp. Alles klar. Hui. Mir läuft's aber eigentlich ganz gut gerade. Sehr schön. Okay. Ari, Kasachi. Aimura. Hatabaton. Hatabaton. Amron. Okay. Amron. Kannst gerne auch mal fragen, was bei dir so läuft. Ja, ich gucke gerade ein bisschen meine Map an, ob ich da, wo ich da gut wallen kann oder nicht. War natürlich aus, guck, dass alles soweit ist jetzt. Was hast du jetzt vor? Was ist dein Plan? Holz. Also, auch wenn's. Ja, also ich habe jetzt ein Seefahrervolk, ne? Das heißt, ich werde keine großen Boni haben. Das erlaubt mir aber halt auch flexibel zu spielen. Versuche ich mir jetzt als Vorteil einzureden. Das heißt, ich kann machen, was ich will. Und ich werde mal ein bisschen auf Kavallerie gehen. Klassisch. Und vielleicht mal diese Elefanten ausprobieren. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, Fast Castle boomen. Als das nice. Ja, und dann, okay, also Fast Castle. Und dann halt einfach die klassische Marco-Giesel-Schule. Einfach Burgen bauen, Belagerungsmaschinen. Auch einfach mal gewinnorientiertes Spiel. Gehst du dann wieder auf den Kiez? Nee. Du hast ja jetzt den Ballermann-Hit, ist doch jetzt so. Ja, muss ich jetzt? Ja, klar. Ja, ist ja klar. So. Schafe sind ein Thema. Immer ein Thema. Oh, das Special Micro von Marco. Eieiei, da tanzt er, da tänzelt er. Special Micro. Und, oh, da tänzelt er fröhlich hin und her. Aber, oh, da könnte ein Pfeil vielleicht ihn noch kratzen. Nein.
ganz knapp. Also da hat er wirklich alles. Da hat er jetzt alles gegeben. Also das war nicht schlecht. Das war wirklich. Ich glaube, ich habe noch ein Ass im Ärmel. Ich habe noch ein Ass im Ärmel. Alter, zweite Mal im zweiten Spiel, ey. Ey, Marco, uiuiui. Marco hat echt. Oh, da ist er! Da ist er, da ist er, da ist er! Komm schon! Komm schon! Stirb! Nein! Oh, ich hab extra versucht, ihn abzufangen mit meinem Dorfwohner. Da ist er zu schnell. Da ist er, Marco, die Katze. Da ist er wieder. Mann, er ist einfach zu gut. Er ist einfach zu gut. Nee, nicht mit mir, mein Freund. Ah, hier wird getänzelt hier. Und schon sind, So, ich habe jetzt schon 4 Milizen bei ihm. Okay. Gut. Also, 3 meine ich. Also, sorry, dieses Malayisch ist einfach Quatsch, muss man auch mal sagen. Ja, als ob die wissen, wie Malaien gesprochen haben vor 3000 Jahren. So, ja, das ist wieder so ein Wall für die Florentin Wall of Shame. Aber naja, ich finde, man darf das auch nicht so. Ach ja, gut, aber Gold wäre schon. Man darf das nicht immer so hart sehen, finde ich. Ansonsten gibt es von ihm schon ein bisschen was zu. Was ich gehe jetzt stressen. Okay. Irgendwie klappt das mit dem Goldabbau nicht. Da hat diese junge Dame ja hat keine Lust. Also, sind jetzt natürlich wieder Vorurteile, dass Malaien faul sind. Aber bestätigt sich hier mal wieder, leider. Ist ja immer schade, wenn sich Vorurteile bestätigen. Aber ich kann da auch nicht. Ich kann es leider auch nicht anders berichten. Tut mir selber leid. Aber. So, jetzt natürlich brauchen wir erstmal eine Menge Nahrung. Eine Menge Nahrung. Die Switches in der Art Schuss. Also, ne, ich habe jetzt hier bei ihm schon Druck gemacht, wieder, wenn super. Du. Ja, habe aber kaum Idle Time verursacht. Werde jetzt aber auf Archer switchen. So, ich versuche jetzt gerade noch meine beiden Gebäude. Felder brauche ich noch nicht. Okay, er hat jetzt schon wieder zu viel Zeit. Ne? Wir müssen mal weiter gucken, dass wir ein bisschen aggressiver spielen. Ich baue jetzt Archer. Okay. So, ich baue jetzt gerade mein zweites Gebäude. Kann dann in Ritterzeit hoch. Bisschen spät, ich weiß. Nice, aber hat er dich schon angegriffen? Nee, gar nicht. Gar nicht. Aber ich verhalte mich auch sehr unauffällig. Und habe momentan massive Holzprobleme, aber ist okay. Man muss da einfach nur ein bisschen geschickt umschichten. Und schon läuft das wieder. Ja, du gehst jetzt auf Bogenschützen. Ja, ich würde jetzt genau. Soll ich dann mal auf Ritter gehen? Also er hat Scouts. Er hat Scouts. Wall, jetzt fang jetzt schon an zu wallen. Da kommt es gleich zu dir dann. Meine Man-at-Arms ist kaputt jetzt. Aber alles gut. Am besten jetzt mal an zu wallen. Deine Woodlines sind so auch mit so Quick Walls. Guck mal, du kannst auch so wie bei mir, guck mal hier, du kannst auch einfach so kleine Walls machen. Mhm. Dann kannst du das schon mal erstmal schützen. Okay, er hat meine Bogenschützen entdeckt. Nicht so gut. Okay, aber die Scouts habe ich auf jeden Fall jetzt schon mal sozusagen, der hat er jetzt dafür geopfert.
Also einen kleinen Vorteil haben wir jetzt daraus gezogen, aber auch nicht so wirklich. Schön. Ich bin erstmal auf jeden Fall so all in vor der Zeit. Ne? Ich baue jetzt weiter Plänkler und Bogenschützen und Speerkämpfer. Das heißt, ja, von mir kommen Ritter. Sehr gut. Das ist, glaube ich, die beste Strategie bei uns beiden, dass einfach du da das machst, so mit deinem in Ruhe aufbaust. Und der wird auch bestimmt zu mir kommen, denke ich mal. Ich tue schon mal ein bisschen Wall in meine Woodline und so. Schön Fletching. Marktplatz hat zu viel Holz. Also, dann ich reite jetzt mal los mit zwei. Reite los. Aber irgendwie, ich habe weder Bloodlines noch die zweite. Er hat meinen Scout eingedingst. Oh. Gar nicht gegrinst. Ich habe ein Smiley gemacht, dass ich grinse, aber ich finde es überhaupt nicht witzig. Mhm. So, doch, ich finde es schon auch witzig. So, ich muss jetzt mal switchen hier auf Fell. Ich habe viel zu viel Holz. Okay, ich gehe jetzt mal mit einer Armee los. Wo ist er denn? Hier genau, warte. Hier ist sein Dorfzentrum. Und hier ist sein Gold. Ist nach vorne hin. Ist ein bisschen ein Wall da. So, ich greife ihn jetzt hier oben an. Kann sein, dass die ultra schlechte Kavallerie haben? Okay, ich kann ein bisschen Schaden an seiner Woodline machen. Sehr gut, sehr gut. Ich habe jetzt hochgeklickt. Läuft deutlich besser, das Spiel jetzt. Er wird auf jeden Fall jetzt zu mir kommen, hier oben. Und du hast, jetzt musst du schön Damage machen, weil er ist jetzt auf mich konzentriert. Er wird seine Einheiten bestimmt hierher schicken. Ja, der hat auch einen Scouts. Genau, komm mal hier durch, Hammer. Hier sind super viele Dorfbewohner. Geh da rein, super. Ja, da hat er ihr berittenen Bogenschützen schon. Die haben aber noch keine Upgrades. Hier berittene Bogenschützen, ist gut zu wissen, ich brauche Plänke. Okay, er hat meine Ritter getötet, aber ich konnte ein bisschen Schaden anrichten. Sehr gut. Aber gut, gut zu wissen, dass er berittene Bogenschützen baut. Okay, er haut ab erstmal. Okay. Was ist jetzt weiter der Plan? Also ich glaube, wir haben gerade endlich mal eine ganz gute Position. Ich baue jetzt gerade zwei weitere Dorfzentren gerade. Und ja, guck halt zu Boom und ich versuche gerade ein paar Plänkler vorzubauen gegen die. Ja, genau, die habe ich auch schon das habe ich auch gemacht. Sehr gut. Ich habe jetzt noch keinen Plan für, wie es weitergeht. Gut.
Okay. Bei mir sieht es ganz gut aus, gerade noch. Aber ich wurde auch noch nicht angegriffen. Oh, jetzt ist er bei mir. Brett eine Bogenschützen. Okay, ich gebe ihm dafür Stressen. Da ist eine ganz gute Armee hier. Da kann ich eigentlich schon Damage machen, glaube ich. Ja, also er hat gerade ganz viele Bogenschützen bei mir. Okay, ich baue, ich habe schon Elite-Plänkler gebaut. Ja. Brauche dringend eine Uni. Okay, ich mache ein bisschen Damage hier bei ihm gerade. Okay. Weißt du, wo seine berittenen Bogenschützen gerade sind? Nee, keine Ahnung. Die sind irgendwie verschwunden. Das ist irgendwie merkwürdig. Aber anscheinend muss er die zurückziehen. Was jetzt auch nicht so schlecht ist eigentlich. Okay. Also, ein paar Plänkler zur Sicherheit. Und auch mal die upgraden. Mach ja, das auf jeden Fall gut Damage bei ihm gerade. Hier sind die sind alle hier bei mir, die Brit im Bogenschützen. Super. Genau hier. Okay, ich komme auch mal mit meinen Reitern zu dir. Zu ihm. Okay, ich bleib jetzt hier. Die sind hier, wieder immer. Genau hier. Ja, ich bin in seiner Woodline. Kann da ein bisschen Schaden machen. Sehr gut. So, ich habe jetzt 5 berittene Bogenschützen von ihm gekillt. Okay. Ich komme mal mit mehr nach. Okay, wo genau bist du? Auf der anderen Seite, ne? Ja, aber ich hab grad wieder alles von neu. Konnte einiges. Egal, ich komme jetzt rein. Ist gut, sehr gut, sehr gut. Darum geht's doch. So, er hat irgendwo hier eine Mange wahrscheinlich. Hast du die gesehen? Mange habe ich keine gesehen, nein. Okay, die war wichtig zu. Er hat eine drin, der kommt jetzt gleich raus, die Mange. Hast du noch einen Ritter da? Nein. Okay, die Mange hat gut Damage gemacht. Haha, debated! Debated! Zweimal! Ja, aber dafür ist meine ganze Wirtschaft im Arsch. Natürlich. Wenn du noch Ritter nachschicken könntest, wäre Hammer, weil die für die Mangen. Ja. Ich muss jetzt mal weiter Lenkler bauen. An der Wirtschaft geht's ganz gut. Aber noch ein TC hier. Okay, jetzt haben wir ein paar Einheiten verloren hier, aber hier ist noch eine Woodline. Damit kann ich ihn auf jeden Fall noch ein bisschen nerven. Sieht wirklich gut aus. Ja, soll ich ein paar Plänkler? Ja, Plänkler auf jeden Fall, die nerven ihn krass und wir brauchen was gegen die Mangen, also Ritter. Ah. Ja, schick beides auf den Weg. Ich mache hier gerade seine Felder auf jeden Fall idle. Okay, die Mange wird. Ja, leider klappt meine zweite Steuer. Okay, pass auf, ich gehe forward mit Wills. Ich gehe mit Wills forward. Und ich brauche hier dringend einen Siege-Workshop.
So, ich kann. Ich könnte auch eine Burg bauen. Ja, Hammer. Ja, geil. Go for it. Kommt drauf an, willst du Einheiten bauen oder willst du Stress machen? Wenn du Einheiten bauen willst, dann bau sie defensiv. Nö, ja, eigentlich ist okay. Das Wichtige ist jetzt nur konstant. Jetzt haben wir gerade einmal ein bisschen halb die Oberhand. Er ist in der Defensive. Wir müssen jetzt weiter bauen. Ja. Weiter Ritter reinhauen. Ja, ich baue jetzt immer weiter Plänkler rein gerade. Ja. Baue jetzt auch einen Forward Siege Workshop, damit ich seine Mangel countern kann. Oder versuche es zumindest. Genau. Und habe jetzt auch Wills vorne und werde versuchen, jetzt auch eine Burg zu bauen bald. Okay, ich kämpfe jetzt hier gegen zwei seiner Ritter. Ist aber nicht so schlimm. Ist alles gut. Kannst du zur Not auch noch ein paar. Pikeman mit reinbauen, ne? Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Das stimmt schon. Ich muss mir fast jetzt ehrlich gesagt Stein kaufen. Könntest du mir? Naja. Soll ich dir schicken? Ich könnte halt jetzt hier direkt eine reinballern, ne? Ah, ich hab keinen Marktplatz. Achso. Kleiner Fehler. Ich kauf. Okay. Ich kaufe eine Burg. Ja, ist vielleicht schnell. Jetzt fehlen mir genau 20 Stein. Das gibt's ja wohl nicht. Gibt's echt nicht, ey. 20 Stein fehlen mir. Gibt's nicht. Mir fehlen 20 Stein für die Burg. Kann nicht wahr sein. Okay, jetzt könnte ich dir was schicken, wenn du noch was brauchst. Go, 100, nur 100. Ja, klar. Sehr offensichtlich. Wir gucken jetzt mal, ob es klappt. Ich habe zum Glück die Mangel mit, da kann ich ein bisschen... Ich glaube, die geht hoch, Digga. Yes! Ja! Alter! Die Burg! Nice! Du! Sehr schön! Kinder! Plänkler! Druck gemacht! Eieiei. Nicht gut gespielt von mir. Aber auch gut von euch. Das war richtig geil, Mann! Sehr schön! Richtig abgesprochen! Ja! Na gut. Na gut, haben wir noch. Ja! Hey, good game, Marco. GG, Marco. Fickt euch. Weiter geht's. Wollen wir direkt noch 90? Ja, klar. Ja, klar. Ballern. Naja, gut. Das war nicht gut von mir. Kannst natürlich auch, es gibt auch, Marco, kennst du Quickwallen kann man machen, ne? Kannst du quasi, wenn du das auf den Hotkey legst, kannst du so ganz schnell. Ach, meinst du das Quickwallen, was du ebenso gut im letzten Spiel gemacht hast? Ja, also, im letzten als Spiel du 16 Löcher hattest in deinem Wall? 16 Löcher. Lass es direkt anfangen. Die letzte Ehre eines geschlagenen Mannes ist das Rematch und das wollen wir ihm natürlich geben. Letzte natürlich. Ehre. Und hey, jetzt hab ich mal die Assi-Rolle übernommen. Die letzten Male warst du immer so, wie wir gewonnen haben. War ich immer nett so, ja, hey, gut gespielt und so. Dann warst du immer so. Ja, jetzt lässt ihr mich auflösen. Bin ich in der Arsch oder was? Ja, es ist halt klar. Hey, 1-1, jetzt wird's spannend. Also, jetzt wenn spannend. Ich den als Partner hätte, dann wäre ich mir schon. Wie hast du dir das Spiel denn gesehen? Ja, aber es war wirklich schlecht gespielt von mir. Ich wusste erst nicht, was ich richtig spiele. Und dann wusste ich, okay, ich bin Sarazene gegen Inka. Und gegen, was warst du? Malayan. Malayan. Das war die Mara-Power, Mann. Mara Inka Power plus Malayan. Für Mara. Ja, also Mara für dich, gute also Besserung. Malayan ist jetzt nicht ausschlaggebend, aber du hattest ein Reitervolk und Inka. Und das ist halt, ja, okay, Inka brauche ich keine Pferde erwarten. Okay, der wird auf Schützen gehen und auf Skirmisher. Der andere geht halt auf Reiter. Das ist relativ ripp schon wieder. Wo ist denn Malayan eigentlich ein Kavallerievolk? Ich habe weder Pferde. Nein, du hast ja du hast Kraft, du hast Kavallerie. Also, ich habe ja gar keine. Inka hat gar keine Reiter. Ah, ja, okay, deswegen. Stimmt. Das meine ich. Im Vergleich und zu vor allem Inka, ist Inka, es ein Inka hat dieses Lama am Anfang, was. Ja, ja und das ja, Ding stimmt. Ist halt, du als Malaye bist halt einfach. Du kannst Pop 27 hochgehen und bist trotzdem normal wie jemand in der Feudalzeit, der 25 ist, weil du 80% schneller in der nächsten Zeit bist. Geil. Geil. Gut, perfekt. Hattest du genau auf dem Schirm. Ren. Ey, wir haben uns so geil abgesprochen, Mann, für uns hier. Nice, ja, das war diesmal auch gut. Wir haben richtig ja kommuniziert, er kam von der einen Seite, ich von unten. Wir haben immer uns gegenseitig gesagt, wo sind Sachen. Ja, diesmal war es besser, auf jeden Fall. Das einfach nochmal abziehen, dann steht es 2-1.
Dann gehen wir mal geil ins Wochenende, oder? Das ist natürlich ein bisschen Dramaturgie in dieser Sendung. Das muss natürlich auch sein. Oh. Das habe ich natürlich auch im Hinterkopf. Ja, das ist klar. Das ist, dann? Was wünschst du dir für ein Volk jetzt? Jeder sagt einen Wunsch, was er sich wünscht. Wunsch? Berber. Franken. Ich hätte Lust auf die Franken. What? Ich wünsche mir Spanier. Okay. Oh, ja, gut, ich hab Bock. Die sind geil. Die sind geil. Wenn jeder ein Volk bekommt und ich aber die Berber bekomme, dann bist du aber ganz schön... Ich mach die Konkis. Naja, und ich mach die Kamelbogenschützen, dann ist. Oh, warte mal, nee, ich will Arambai haben. Ah ja. Genau Burmese. Genau dasselbe. Arambai kommen gegen Kamelbogenschützen. Hätte ich jetzt irgendein Volk sagen können, wo du nicht sagst, tschüss? Ja, doch. Welches Volk würde dir Angst machen, wenn es ein guter Spieler wäre? Das Ding ist halt, ihr Goten gegen gute Spieler ist hart, ne? Dann kommen die mit ihren Dingern da rein. Goten habe ich gar nicht mehr so doll Angst, wenn du früh genug Druck machst. Birmane, ja, glaube ich, okay. Doch. Also wenn du nicht jetzt komplett auf Arambai nur gehst, ist Birmane schon fies. Ist okay, wie ich einfach schon seit 2 Minuten Florentin so kenne. Der ist einfach, der ist raus aus dem Spiel. Ich fände es einfach schade, wenn wir das Spiel nicht zu Ende spielen. Okay, also. Das spielen wir zu Ende. Los geht's. Alles klar, komm, genauso nochmal, Donny. Das ist wie letztes Mal, Florentin. Erinnerst du dich? Also das letzte Mal, Rage of Empires. Los, go, let's vorwärts, go. Vorwärts. Ich habe keinen... Wir müssen nur gucken, was er hat. Und wir müssen gucken, was wir haben. Eins von beiden. Gerlaf! Also, Sarazin. Willst du einen Restart? Willst du einen Restart, Marco? Will er wohl nicht. Er hat jetzt wieder Sarazin, ne? Mhm. Was hast du? Italiener. Oh. Was hast du? Bene. Ich habe die Malians, die du gerade hattest. Die sind eins der besten Völker für das, was ich vorhab. Zwar mache ich natürlich wieder Early Aggression. Das ist einfach, glaube ich, 2 für 1. Das stärkste Mittel. Also, ich würde wieder vorschlagen, du machst wieder dein Ding so ein bisschen. Und ich mache Early Aggression, ja? Ich habe wieder einen Seefahrerfolg und damit klappt es ja in der Regel gut. Deswegen. Aber die Italiener kennst du ja auch hier vom von den 2v1 mit Mara, ne? Ja. Ja. Ist richtig. Oh, jetzt sind die Finger auch warm, du. Finger sind warm, das ist geil, das ist ganz Hammer, toll. Das ist einfach mein Ding. So. Boah, ich komisch gestartet. Du bist ja so ein Streamspieler eigentlich, ne? Du bist ja nach 7 Stunden überhaupt erst warm. Also, wirklich, wenn man sagt so, alles vor 5 Stunden ist noch Aufwärmen. Nee, ich bin tatsächlich auch immer so, nach 1-2 Stunden bin ich auch am... Na, nicht am Arsch. Ja, 3-4 Stunden kann ich schon machen, aber dann bin ich auch... Also, ob es jetzt Stream ist oder so zocken, ist eigentlich das Gleiche, dann... Er strengt halt an, so. Manche sind dafür gemacht, manche nicht. Schon irgendwann schon anstrengend. Aber so jetzt gerade ist richtig geil. Nimm dir Leute Teller, sagen meine immer, finde ich. Die, wenn man bei mir mal hört... Nimm dir Leute Teller, sagen die. Na, Akolan, nimm dir Leute Teller. Okay, ich habe leider noch kein Schwein. Du musst ein Schwein sein auf dieser Welt. Oh, Schwein sein. Du musst gemein sein auf dieser Welt. Gemein sein. Ich habe meine restlichen Schafe noch nicht gefunden. Das ist ja auch ein Problem hier gerade. Nimm dir Leute Teller. Viper. Nimm dir Leute Teller. Viper. Wo sind meine Schafe? Fabulo. Where are the sheep in the house? Mir geht jetzt gleich die Nahrung aus. Das sagt man als Ire, ne? Sheep. Wie Sheep? Naja, ein Schaf, 2 Sheep. Ja. Aber eigentlich ist das ja falsch. Sagt man das als Ire? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe nämlich mal in Irland ein T-Shirt gekauft mit ganz vielen Schafen drauf und da stand Sheep drauf. Und da hat meine Englischlehrerin große Erklärungsnot gehabt, weil sie uns in langer Überlegung beigebracht hat, dass es auf gar keinen Fall Sheep heißt, sondern Sheep. Also an der Stelle... Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube aber, die Iren sagen es genauso, wenn überhaupt, wie halt auch alle anderen Englisch... Also grammatikalisch dürfte da eigentlich kein Unterschied sein, vielleicht in der Aussprache. Moment, wo war mein 2. Schwein? Das ist hier umgeht. Venatus. Venatus. So. Was machen wir gegen seinen Bullshit? Ich habe original noch kein einziges Schaf gefunden, außer meinen ersten 4.
Oh, das ist bitter, aber jetzt hast du ja erstmal Wildschweine. Nee, es war halt schon, das ist schon ein Problem für das, was ich machen will. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Also ich kann gerade noch so halb ein paar Dorfbewohner hier. Aber das, glaubst du, der hat gelamed? Hätte ich ja seinen Scout gesehen, oder? Ich glaube, der ist jetzt völlig im Verzweiflungsmodus. Der ist durch. Guck ihn der an. Der lächelt nicht mehr. Ich liebe diesen. Der ist durch. Das ist ein super. Der ist völlig durch. Wie beim Film oder so. Ja. Der ist durch. Der hatte mal seine Zeit. Ah, ich glaube, der hat gelähmt, tatsächlich. Aber ich habe jetzt einfach Lumen gemacht, dann geht das auch. Ist aber wirklich nicht gut für das, was ich eigentlich vorhab. Oh, die stirbt vielleicht. Oh nein, ah, das war knapp. Ja, aber ich habe tatsächlich keine Schafe. Ey, wenn er zu solchen Maßnahmen greifen muss, um überhaupt noch eine Chance zu haben, das ist der wahre Sieg. Also ich kann auch, ja, jetzt habe ich zwei gefunden nochmal extra, eins noch ewig weit weg. Kann immer sein, ich erst scouten, dann motzen, aber es sah echt ein bisschen aus, ob jetzt vielleicht zwei geklaut worden sind. Egal. Weiter geht's. Ballern. Ich gehe auf die scheiß Berries. So, ich habe auf jeden Fall. Der hat auf jeden Fall einmal gelähmt. Jedenfalls, würde ich sagen. Mindestens einmal hat er gelähmt. Und wie bist du auf Deviant gekommen? Also war das eine. War das eine spontane Idee oder hattest du das schon länger im Kopf? Mann, ich habe mir da gar nichts bei gedacht. Es war okay. Einfach so, ich habe irgendwie wollte halt online zocken und irgendwie. Was einem halt in den Kopf kommt, ja. Ah, das finde ich witzig. Es kam mir halt tatsächlich, das ist halt tatsächlich wirklich so, das kam mir in den Kopf. Ja, es hat einen Klang. Klar, mega den Klang. Oh, ein Holz, eine Nahrung fehlt mir. Ja, ein bisschen spät hochgeklickt, holen wir mal hier Gold. Ich werde jetzt diesmal doch, ich muss meine Taktik ändern übrigens, für den ist jetzt mal kurz wichtig. Mhm. Ich kann doch nicht die Man-at-Arms machen, das mit den Schafen hat mich jetzt zu verlangsamt, deswegen mache ich jetzt Archer Flush, also ich spiele auf jeden Fall jetzt auf Archer. Alles klar. Und versuche so früh wie möglich zwei Archery-Ranges zu bauen. Oh, hier ist sein Scout. Ja, das ist mein Plan jetzt zumindest. Mal gucken, wie das jetzt laufen wird. Ja, ich versuche jetzt mal wieder so ein Halbgarn-Wall. Das ist so meine Spezialität. Einfach das, so was du selber schon Halbgarn nennst. So ein müder Wall. Das sagt man übrigens wahrscheinlich über die Walls halt so, die Walls sind durch. Das waren mal Walls, das war mal... Ja, das war mal eine ganz stolze Nation. Aber... Mittlerweile... Das ist vorbei. Oh, da ist er. Voll da. Also er ist auf jeden Fall hier, ne, irgendwo. Er hat aber eine scheiß Map, wie es aussieht. Er hat ja sehr hügeliges... Oh, da wird gewallt. Also hier wallt er gerade. Konnte ich gerade so kurz verhindern, ein bisschen delayen sein Walling. Ja, jetzt hat er es zu. Aber der super für Archer hier kommt. Okay, jetzt hat er da ein Dings. Also ich baller jetzt einfach gleich richtig Archer und fertig. Wie sieht's denn bei dir aus so? Ja, geht. Schwer zu wollen.
Das haben wir aber, glaube ich, alle das Problem. Er hat auch eine Kackmap, muss man auch mal Marco zugute heißen. Dafür habe ich wahnsinnig viel Gold. Also. Ja. Schmeckt. Und. du bist, ja. Was bist du nochmal? Ich bin Malians. Also, die haben diese Gebettos, glaube ich. Warte mal. Nee, die haben die Karambit. Nee, die haben Gebetto, oder? Du meinst Malay. Ach ja, ach Gott. Ach, als ob es nicht schon zu kompliziert genug wäre. Ich bin Horst, das ist natürlich der Klassiker. Lol. Warum bin ich jetzt Horst? Okay. Ich brauche Schmüden. Was ist das Schmüden? Ich brauche Schmürden. Eine dreckige Schmürden brauche. Hast du das Schmürden gesehen? Der Hubtelbayer hat einen Schmürden. Eyo, nimm den Leuten Teller. Nehme den Leuten den Teller, sagen sie quasi. Also das auf ist Schwäbisch. So der internationale genau Schlachtruf. Genau so würde man das auf Schwäbisch sagen. Nimm den Leuten Teller. Aber wenn es nicht weiter wissen, dann nimmst du den Teller weg. Die sind auch frech. Ich gehe auch hier übrigens ein bisschen all in mit meiner Strategie. Also ich baue jetzt auch nicht mehr Plankler. Ich baue jetzt komplett. Baller die Archer einfach. Ich baller die Archer. Wie sieht's denn bei dir so aus? Ja, ich bin auf dem Weg in die. Ist schon hochgeklickt? Nee, aber recht bald. Mann, sag ich nicht, aber bald. Na ja. Ach komm. Oh, ich bin schon wieder Host, Freunde. Was ist denn da los? Ich weiß nicht. Die Malai sind ein bisschen gierig. Ein bisschen, es ist wie Berlin. Es gibt keine Wohnungen. Es ist zu schnell gewachsen. Mhm. Was er so macht. Wir haben jetzt wieder den Fehler. Wir sind gerade ein bisschen hoch. Wir haben keine Aktion. Ja, wir haben nicht gescoutet, ja. So, er hat jetzt. Er ist eventuell. Er wird etwas verunsichert, aber er kann natürlich jetzt. Ich hab's mit der Nahrung ein bisschen verdöttelt. Mir fehlen jetzt genau die 100, die so, so wichtigen 100. So, ich habe also meine All-In-Strategie, wird jetzt hochgefahren. Tu es. Also kannst du, ich habe jetzt schon 9 Archer, die gehen jetzt mal los. Nice. Weil er halt auch eine Kackmap hat. Also er hat überall Hügel, man kann da eigentlich überall von oben runter stressen. Das ist jetzt ein bisschen mein Plan. Und ich switch jetzt dann so allmählich. Oh, 4 Bogenschützen von ihm bei mir. Okay. Das ist sportlich. Ich habe gerade hochgeklickt. Ich weiß nicht genau, wie ich dem. Oh. 4 Bogenschützen machst du locker weg. Zur Not, ey, immer dran denken, du kannst einen Turm bauen auch, ne? An einem wichtigen Punkt. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier richtig abwalle, aber ich glaube schon. Ja. Pussy Wood würde helfen. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier für Damage machen können. Ich denke mal, 2 davon, da kann ich killen. Nicht mal einen gekillt. Klassiker. Okay, er kommt hier mit Bogenschützen, glaube ich, fast durch. Schwer zu sehen, aber durch diese Abgeknickten kommt man nicht durch, ne? In der Regel. Also, er hat 4 Bogenschützen bei mir, aber ich glaube, ich habe die ganz gut ausgesperrt. Ja, ich greife ihn gerade schon an. Super. Und wenn ich in der Ritterzeit bin, baue ich einfach ein paar Ritter und dann. Wie viel Plankler er schon hat jetzt. Die eine Woodline ist auf jeden Fall schon mal weg. Das ist natürlich ärgerlich für ihn mit dieser Woodline, die ist sehr kacke. Aber er hat jetzt schon S hoch. Nee, das warst du.
Ja, das war ich. Ja, ich mache jetzt hier ein bisschen Schaden bei ihm. Schick weitere nach, ja. Ja, wie läuft's? Super, ich mach gerade ziemlich viel Damage bei ihm. Habe jetzt natürlich ein bisschen Wirtschaft eingebüßt, weil ich habe jetzt auch Plänkler gebaut, recht viele, aber das muss jetzt halt sein. Ich halte jetzt einfach weiterhin die Aggression aufrechterhalten hier. Mhm. Super. Ich glaube, ich kann seine Bogenschützen auch abwehren. Und baue gerade mein erstes TC. Hammer. Und wenn ich die Bogenschütze abgewehrt habe, dann komme ich mit meinen Rittern zu ihm. Geil. Ich denke, das ist auch... Kann sogar... GG sein, Mann. Ach, ja, wirklich auch echt eine Scheißmap, der arme Marco. Kannst du kurz nochmal gerade pingen, wo er ist? Okay. Das Gute ist, er ist gerade komplett mit mir beschäftigt. Also wenn du jetzt kommen würdest, wäre halt perfektes Timing. Also nicht, dass ich jetzt Druck mache, aber... Überhaupt nicht, ich bin gerade auf dem Weg. Ich bin gerade genau auf dem Weg. Genau. Du kannst auch hier reinkommen, hier. Ich hab da jetzt gleich ein Loch drin. Ah, das ist von der Westseite aber, ne? Ja. Na, mal gucken, nee, ist von der Ostseite. Von seiner Bild. Du hast recht. Ah, Ost und West. Kann man ein bisschen scouten. Warte mal, hier ich glaube, der baut hier irgendwas bei mir. Ich glaube, irgendwas ist da im Busch. Ich konnte hier gerade nichts hinmachen. Nee, du hast nichts im Busch. Der baut ja die ganze Zeit Plänkler. Der kann auf jeden Fall noch nicht hochklappen, glaube ich. Ich glaube, das bleibt GG, ehrlich gesagt. Ich habe es auch hochgeklickt. Du gehst oben in seine Woodland. Also, der sieht nicht gut aus, finde ich. Ich weiß nicht, Hier sind super viele Dorfbewohner. Die sind alle draußen. Also 20 Dorfbewohner hier. Alle draußen. Nicht eingewallt. Wenn du die erwischt. Hast du sie? Ja, die waren gerade hier. Die sind. Guck mal hier, guck mal hier. Hier, komm da durch. Oben kannst du durch. Guck mal, oben da durch. Genau. Aber warum? Weil da sind Dorfbewohner rausgelaufen. Super viele. Die sind irgendwo hier. Vielleicht hat er sie wieder reingedingst, aber die müssen hier irgendwo sein. Können die nicht einlagern? Ich geh wieder rein. Ich versuch seine Woodline einfach zu blockieren. Okay, alles klar, mach das, ja. Hast schon recht. Einlagern können die nicht, nö. Ja, der muss irgendwo ein, irgendwo muss der noch ein Dings haben, irgendwo ein anderes Lager oder so. Oder muss irgendwie sich ausgeweitet haben. Komm auch nochmal rein hier durch das Loch oben. Ja, immer vorsichtig, Marco ist gut. Ey, unten ist Gold, genau, guck mal. Ja. Ja. Genau, wenn wir das ist gut jetzt.
GG. Mit Sarah 10 komme ich irgendwie überhaupt nicht mehr klar. Ich hatte geschrien am Anfang, ob du Restart willst tatsächlich. Das hast du, glaube ich, nicht gehört. Nee. Aber und du hattest eine Kackmap, sag ich direkt für dich. Habe ich auch. Du hast eine Kackmap. Aber nee, komm, irgendwie stelle ich mich zu dumm mit den Sarah 10 an. Das ist halt meine größte Schwäche. Meinst du, die Wirtschaftsbalance ist da nicht? Nee, Balance ist egal, aber einfach nur, was mache ich denn am besten? Das ist so immer diese blöde Entscheidung, die ich dann zu spät fälle. Ja. Donny. Komm her. Da habt ihr es mal geschafft. 2:1, schön gemacht, die Weste ist unser. Die Weste ist unser, Marco. Dieses Mal. Du hast gut gespielt. Halt's Maul. Also im ersten Spiel hast du besser gespielt, finde ich. Hab ich auch. Also meine ich nicht mal. Hab ich auch. Wie gesagt, zweimal Sarah 10 hintereinander. Und wenn du es einmal so im Kopf hast, dieses dumme. Kannst du mir helfen? Ich komme da so schlecht rein in Westen. Ah. Lord Donny. Steht Ihnen sehr gut, wenn ich das mal so bemerken darf. Also so gut wie Westen einem Menschen stehen können. Ja, Donny hat auf jeden Fall, sagt auch Chat, die auf jeden Fall sehr, sehr gut gespielt und hätte es fast alleine geschafft, glaube ich. Also hättest du es wirklich, glaube ich, auch allein geschafft. Ja, also erstmal vielen Dank, das freut mich. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich ein okayes Spiel abgeliefert habe. Aber das ist ja auch immer die Psychologie. Du weißt ja, da kommt immer noch ein anderer. Das ist schon was anderes, wenn man dann noch einen anderen Gegner hat. Ja, aber trotzdem hast du halt viel, viel, viel mehr gehabt als ich in jedem Zeitpunkt. Das war, ja, krass. Und dann kam Florentin eben noch dazu und dann war es GG. Ja. Eieiei. Aber ich hatte auch, also es ist immer die Kleinigkeit mit dem Spiel, ne? Also finde ich, das sehe ich auch oft, wenn ich irgendwie verliere und dann online nochmal so oder irgendwie so analysiere. Zum Beispiel, ich finde auch so eine Kleinigkeit, dass ich diesen Wallbauer erwische. So. Das ist halt diese Kleinigkeit, wo ich genau sehe, du baust diesen Wall. Du wirst wahrscheinlich denken, das war jetzt nicht so schlimm für dich. Aber ich finde solche Sachen dann schon wichtig irgendwie. So ein bisschen das Verzögern, den Wall. Ja, klar. Dann hier ein bisschen so, dann musst du dahin mit zwei Dorfbewohnern, dann fehlt dir das Holz, was die eigentlich sammeln. Diese Kleinigkeiten, die sich dann aufsummieren. Ja. Das sind dann auch Glück. Also ich das Problem ist halt einfach, ich konnte zu keinem Zeitpunkt irgendwo Druck aufbauen. Also ich war da mit ein paar Archern mal kurz bei Florentin, das war vollkommen egal. Bei dir war ich nie. Das war so komplett natürlich, wenn ich nur in der Defensive bin, dann kann ich natürlich auch nicht gewinnen. Und ich hatte eine super offene Map, tatsächlich. Ja. Ich habe das auch zu Florentin gemacht, ich bin richtig all-in gegangen, halt auf Aggression. Und ich glaube, wenn du gekommen wärst mit 3-4 Scouts, hätte ich vielleicht ein bisschen gucken können, aber es hätte mich schon genervt. Wie gesagt, Scouts, ey, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, Sarah 10, vielleicht das neue Hassvolk? Fragezeichen. Sind die nicht auch irgend so ein Ding, dass die erst in der Imps so richtig zum Powerhouse werden? Und ja, also Imps so sind gut? Die ein Biest. Ja. Also, ja. Ja, klärt mal die Frage, ob Marco wirklich gelähmt hat? Nee. Ach so, ja, weil irgendwo, da müssen die ja irgendwo noch sein. Ich habe irgendwie zwei Schafe. Ich hab euch gar nicht lange, super lange nicht gescoutet, weil ich dir Lure gemacht habe. Okay, aber wir haben es auch immer in Frage gestellt. Wir haben nie. Ich glaub, am Ende war ich mir dann, habe ich gesagt, ja, ich glaube, zwei hat er gelähmt. Ja. Also, gut, aber mein Gede. Hier sind sie, ich sehe sie. Wir haben es geklärt, hier, guck mal. Hast du? Guck mal, wie weit die weg sind. Ja. Das sind meine zwei letzten Schafe und hier ist mein TC. Ah, Alter. Das ist schon krass. Ja, geil, GG. Ich hätte ehrlich gesagt heute nicht dran geglaubt. Ich finde, wir haben die letzten Male wirklich nicht schlecht gespielt, Florentin, nicht du wirklich. Ja, stimmt gut. Schon, ja. Beide nicht wirklich im Training. Oh, meine Kerle, ey. Oh. Ja, ist halt ROE-Tag, meine Kerle. Was willst du machen? Das ist mal gewinnst du, mal verlierst du. Ja, das stimmt. Das ist wirklich auch ein Unterschied. Aber wir hatten auch heute ein gutes Mindset, glaube ich. Wir waren ruhig, wir haben kommuniziert und du hast es auch gesagt am Anfang, irgendwie, wir müssen absprechen und ich muss sagen, was ich mache und so. Ja. Und dann kann man sich auch irgendwie helfen oder absprechen oder gibt sich zumindest ein gutes Gefühl. Ja, genau. Ja. Und dann, das ist, glaube ich, dann schon dann auch eine große Hilfe. Es ist ja auch so eine Psychologie-Ding. Ich habe auch, so mein bester Kumpel Michi ist auch so einer, wenn man mit dem spielt, und Viper ist auch so ein bisschen so angelehnt, so auch wenn die Sachen offensichtlich kein Lob verlangen, einfach trotzdem loben so. So ich sage, ey, ich habe es fair gemacht. Ja, super. Das macht Marco auch übrigens, wenn man mit Marco spielt. Das ist, das versuche ich mir auch ein bisschen anzueignen, weil es ist immer sich gegenseitig motivieren ist natürlich immer besser als irgendwie, wie wir die letzten Male, und ich auch, mehr als du, so auch dann mal nicht motzig sein, aber so, oh Mann, hättest du das mal gemacht? Bla, bla. Ja, klar. Und wir hatten endlich mal ein Spiel, wo du nicht das hier gemacht hast. Hä? Ich
weiß nicht, wo ich bin. Naja, beim ersten, als seine 20.000 Usare in der Base waren, da ist mir dann egal. Zeig mal die Wards. Ja, da war, die sind also die 20.000 Usare, da war das schon lange. Hey, hier ist eine Schräge, nee, das ist ja oben. Ja, hier erstmal die schöne Frontwall. Ja, ja, ja. Dann ja. Die Tür nach hinten, super. Ja. Die Tür nach hinten einfach zum, ins Nebenmann zu lassen. Ja, ja, klar. Ich muss mir, glaube ich, wieder abgewöhnen, immer mich komplett drauf zu konzentrieren, zu wallen. Also, ich bin ja kein Florentin Will. Sondern ich bin eine Weste. Ja, aber du spielst ja auch 2 gegen 1, da muss man schon wollen. Ja, das ist, aber also die Map ist ja eine Katastrophe, Marco, ganz ehrlich. Die Map ist nur, ja, die Map ist nur Hügel, ja. Was geht übel weit weg, die Woodline. Dann ist dein Stein so hier an so einem Hügel dran. Ja gut, der Stein ist ja egal. Das Gold ist gut, kann man sagen. Das Gold ist gut gewesen, aber ja, der Rest geht so. Aber das nur auf die Map, weiß nicht. Also ich habe mich zu sehr aufs Wallen konzentriert, anstatt halt mal drauf zu konzentrieren, Stress zu machen. Und ja. Das ist halt der Fehler. Weil damit hast du eigentlich immer die Spiele gewonnen. Ja, deswegen, ich wollte gerade sagen, ich habe halt super oft nicht gewallt und dann später dann mal was gemacht. Nun gut, darf ich noch was Schönes ankündigen? Sehr gerne. Bitte. Ja, also ist zwar noch ein bisschen hin, aber es ist trotzdem schön, dass es jetzt schon so ziemlich bestätigt ist, dass wir im Februar 2019, am 15., wenn ich richtig liege, kommt wieder die AOE-Elite zu uns und ja, wird wieder, wie das eine Mal schon, hier mit uns zusammen spielen. Alle, die ganze Bagage? Ja, ja, vielleicht sogar mehr, vielleicht weniger. Also ich denke mal eher mehr. Viper, Doubt, ja. Tato, MBL, Tato, Leeray vielleicht, weil Leeray ist ja jetzt volljährig, denke ich mal. Leeray wird dabei sein. Genau. Und ja, also Zero Empires hätte ich gerne wieder dabei. Vielleicht hat ja auch T9 die Zeit, wäre auch geil. Ja. Ja, alle her. Leute, haltet euch den Februar 2019 frei. Es wird geil. Ja. Ein Tag nach dem Valentinstag. Oh, stimmt. Kommen wir schon das an. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, wie gesagt, ich überlege mir schon so grob, was man machen könnte. Du weißt mehr machen könnte. Wann der Valentinstag ist? Klar. Schon wieder wegzocken. 17. was? 14. Februar. Aber kriegst du da überhaupt was geschenkt? Oder? Wie schön WoW zocken, was meinst du? Ist ja, das in Warcraft gibt es ja so ein Event, Dota, da kann man so Herzen Dota gucken. Hm? Man kann in World of Warcraft so Herzen sammeln. Am ach so. Ach, guck mal her. Ja. Das ist doch schön. Ach, komm, komm mal hin, Flo. Ich will auch mal kurz hier. Das ist doch ein schönes Schlussbild. Mein, Marco, wir haben uns doch alle lieb, die Age of Empires Familie. Schade, dass Mara nicht da sein konnte. Nächste Woche für Mara. Wieder. Das war für Mara. Ey, wir haben wirklich für Mara gewonnen. Die Inka-Völker. Sie hat uns getragen in den zweiten Sieg. Nächste Woche ist sie hoffentlich wieder da. Ansonsten hoffentlich seid ihr auch wieder mit dabei. Ja. Und wir überlegen uns was Feines, weil anscheinend ist jetzt wieder so eine Phase. Flonny ist jetzt erstmal. Ja. Ist jetzt wieder halt wieder so ein Loch, ne? Also wenn man halt dann irgendwie dann einfach zu stark ist, dann müssen wir halt wieder neue Spielmodi finden, wo halt dann Marco dann auch mal vielleicht mit Völker auswählen oder so Arena. Vielleicht nehmen wir nächstes Mal irgendwann spielen wir mal dunkler Wald. Habe ich auch mal Lust. Fände ich auch cool. Oder die Gold Nothing oder Forest. Gold Nothing. Ich würde super gerne nochmal gegen Mara dunkler Wald spielen. Oh, und was ich auch noch unbedingt sehen will, ist Marco gegen Donny 250 Mod. Oh ja, das haben wir eh gesagt. Und stimmt, das haben wir noch gar nicht gemacht. Ja, das hat zeitlich nicht gepasst, das letzte Mal. Nee, ich war ja nicht da, deswegen hatten wir eigentlich vor, aber dann ja. Hatte ich Urlaub. Aber wie gesagt, 15. Februar, danke auch an Nili, dass er wieder uns das ermöglicht, alle Profis hier herzuholen durch seinen Apartment Cup Teil 2. Jawohl. Und, wie gesagt, ich habe wieder Bock. Ich habe heute gewonnen. Im Gegensatz zum letzten Mal ging es diesmal nicht gut aus. Ich habe auf jeden Fall wieder Bock auf meine Weste. Jawohl. Alles klar, Leute. Ich gehe jetzt mal schön auf den Kiez mit der Weste, weil mit der Weste weiß man, da kriegt man, auf jeden Fall kommt man in keinen Club rein. Nicht mehr. Aber ich kann mich ja als Barkeeper dann einfach so, weiß ich nicht, vielleicht bestellt ja jemand was bei mir und dann kann ich halt so. Ich hab, weißt du, das Problem ist, es tut mir gar nicht mal weh, dass ihr jetzt diese Weste habt, weil ich habe zu Hause noch 5 andere. Nee, also, du darfst die aber dann nicht tragen. Na klar, du hast die Weste gerade. Ich darf ja wohl die Kettenweste tragen. Die darfst du tragen. Ja. Okay, Leute, ich weiß gar nicht, wo wir reinreden. Ich würde einfach mal sagen, ciao, Leute, macht's gut. Tschüss, Wochenende. Jetzt viel Spaß mit Royal Beef. Ja. Fantastische Folge. Ja, geil. Viel Spaß. Ciao.